Unsere Schulleiterin hat mal auf einer Gesamtkonferenz was gesagt, das ist mir so eingegangen, weil das war, da sagte sie, also wisst ihr, so, wenn man den Erziehern sagt, wir wollen das jetzt erarbeiten, macht, dann legen die los. Ja, wenn man euch das sagt, dann kommen erst irgendwie tausend Argumente, warum das jetzt gar nicht geht und warum das jetzt überhaupt nicht, und ehe ihr angefangen habt zu arbeiten, ist die Zeit vorbei. Und das, so ein Stück weit ist es tatsächlich so. Ich bin eigentlich erstmal mit Leib und Seele Elementalerzieherin gewesen und auch dort mit Leib und Seele Leiterin und habe dann mich doch entschieden, die Ganztagsbetreuung zu übernehmen, weil das einfach ein ganz neues, ganz spannendes Projekt war. Das stand ja in den Kinderschuhen. Auch 2006 stand das noch in den Kinderschuhen und das war Aufbauarbeit und das hat mich sehr gereizt. Das Tolle daran ist, dass es sozusagen ein Zusammenspiel zwischen Schule, also Lehrern und Kinder- und Jugendhilfe gibt. Dass die Erzieher im Unterricht mit den Lehrern gemeinsam arbeiten. Natürlich nicht flächendeckend, aber immerhin 15 Stunden in der Woche. Und das gab es bisher nicht, also vor 2005, sondern die Schule hat um 13:30 Uhr aufgehört. Die Kinder sind in ganz viele verschiedene Horte gegangen. Das hat die Schule nicht interessiert und die Horte hat letztendlich die Schule nicht interessiert. Und jetzt ist es eben anders, weil das gemeinsam ist. Und es ist ja so ein bisschen Tatsache, dass Schule sich natürlich auch langsam bewegt hat in der Beziehung. Ne? Das war Lehrer für Lehrer, die ja sonst eben allein in der Klasse waren oder zu zweit, schon schwer zu akzeptieren, dass da plötzlich noch jemand mit drin ist. Und wieso? Also es ist doch eigentlich gut, wenn man eine Unterstützung hat, in der Ja, aber Klasse. das mussten sie erst erleben, dass das tatsächlich eine Unterstützung und nicht eine Einmischung ist. Ach so, die dachten, Ja. dass man, dass sie sich dann einmischen und ihren Unterricht stören, oder? Richtig. Oder gucken oder kritisieren oder hinterher rausgehen und sagen, na, was macht die denn da? Ist ja wohl das Letzte. So, die Angst war einfach natürlich schon da. Ja. Ja. Und das ist ja auch nichts, was Lehrer sich ausgesucht haben, sondern das ist tatsächlich was Verordnetes und das muss sich immer erst bewähren in der Praxis. Und wenn das nicht eine Win-Win-Situation gibt, dann ist das ganz schlecht. Also ich denke, für die Lehrer ist es eine Win-Win-Situation, weil natürlich ganz klar ist, dass da eine Person ist, die am Nachmittag mit den Kindern zu tun hat, die genau weiß, was da in der Schule läuft. Ne? Die kann sich anders auf Hausaufgaben konzentrieren, die weiß, welche Kinder wo Nachbesserungsbedarf haben, wo man vielleicht noch mal mit einer Einzelsituation rangeht, wo man vielleicht mal lesen übt, wo man vielleicht mal ein Projekt mit Sprache am Nachmittag initiiert, damit die Kinder da weiterkommen. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, das ist einfach auch eine Entlastung im Unterricht. Also wenn man sich überlegt, dass unsere Schule hat jahrgangsübergreifendes Lernen, 1. bis 3. Klasse, dann hat so eine Lehrerin drei verschiedene Altersgruppen mit, was weiß ich, 20 verschiedenen Wissensständen, wenn das mal hinkommt, wenn nicht 24. Und so kann man Unterricht teilen. Ja, man kann sagen, die Erzieherin kann mal mit einem oder zwei Kindern was erarbeiten oder die liest mal 10 ein Buch vor und dann hat sie nur noch 14. Oder. Und das ist, glaube ich, das, was am besten angekommen ist, einfach. Zu sagen, es ist tatsächlich, das sind fachkompetente Menschen, die mir in meiner Arbeit zur Seite stehen können. Wir merken einfach, dass dieses daran arbeiten zur Folge hat, dass beide Seiten sich annähern und dass beide Seiten dann sozusagen einen Weg finden, wie man das gemeinsam gut machen kann. Das heißt, sie entwickeln Ziele für die Schule, aber auch Ziele für den Nachmittagsbereich für das Kind. Gemeinsam, zusammen. Wir machen fast alle Elterngespräche gemeinsam, Elternabende machen Lehrer und Erzieher gemeinsam. Feste feiern wir gemeinsam mit den Familien und den Kindern. Aber das ist ja so ein neues Denken eigentlich, ne? So eine Partnerschaft aufzubauen. Ja, das hat auch lange gedauert, bis man das hinkriegt. Ja. Das waren einige Gedanken. Was denken Sie? Verbinden Sie das für mehr Anschwung.